Da sind wir wieder. Wie jedes Mal. ja. Gedenk, Nachgelege, Nachgedenke, keine Ahnung. Ich hab eine Idee. Ich bin jetzt mal so frech. Hier, komm. Mach mal was voll. Wir haben 10.000 Dingens verbraucht. Scheiße. Anyway. Und wir lernen jetzt die zwei, weil ich es kann. Genau. Werde es einmal benutzen zum Gucken, aber mehr wahrscheinlich auch nicht. Anyway, so, wir gehen weiter. Letztes Mal waren wir hier drinnen in dem, wie immer das heißen mag. Haben eine Barriere weggemacht, damit wir durchkommen. So, fertig. Und haben viele, ja, zwei Bosse verhauen. I guess. Und sie reagieren drauf. Schön. Der Wind hat nachgelassen. Okay. Wow. Verdammt, ich werde mir, das ist das Granatschwert. Was ist das? Heilige Schwert. Es ist riesig. Zum ersten Mal sehe ich, dass es Dinge gibt, die größer sind als ich. In meiner Hinsicht. Diese Klinge könnte Berge spalten, doch wer von uns besitzt die Stärke, diese Waffe zu führen? Ui. Naja, mal sehen, ne? Genau, hier war die Wolke. Die Wolke. Schaden machen ganz viel. Oh ja, was liegt denn hier? Das sind die kaputten alten Dios. Sonst sehe ich hier nichts. Okay. Oh, wo ist noch das 4? Auch nicht verkehrt. Oh. Da ist es. Elena, you have done well. High Priestess Sun? What are you doing here? Your work has impressed us. His Holiness Zara will be overjoyed. I have come to help you. Come, awaken, Body of Valmar. The time of revival is nearly upon us. The Body of Valmar? Where? I don't see it. Take my blood and be born again, O Body of Valmar! Oh, shit. Valmar, I sacrifice this one to you. Elena, you must fulfill your role exactly as ordained. What is that woman doing? The smell! It must not be! Hey! Has she gone nuts? What is this? Ah!
damn it! We gotta stop her! But how can we? This is my mission. I see. Elena? What's the matter? Millennia? Millennia? Do as you wish! Ah! Just as they planned, eh? Well, the best laid plans! Millennia? What's going on? Can't hear you! I'm gonna take on that behemoth, and you're gonna help me. Come on, let's rock! Na los, sind jetzt drin. Aber was zum Teufel sollen wir hier tun? Wenn wir die Kerne entfernen, kann ich das Ding auf keinen Fall weiter bewegen. Ja. Ist mir egal, wie groß es ist. Ja, dann richten wir mal ein bisschen Schaden an. Oh Gott, ich habe mal wieder Millennia in der Gruppe. Lange ausgesetzt, muss man sagen. Oh, sorry. Effektiv gegen Untot. Wie lange war sie nicht mehr offiziell dabei, dass ich jetzt zwei Waffen für sie habe? Weil die haben wir gekauft. Die hätte ich ja viel übersehen können. Na gut. Genau, deswegen haben wir uns aufgehoben. Vielleicht lohnt sich das. Wenigstens. Aktionsschuh von damals. Na, Stats, I guess, ne? Davon. Aktion. Wir hatten einfach Aktionen bei ihr. Also bei Lina. Da sie ihr Lina-Ersatz ist. Lina in einfach nur besser. Gut. Das kriegt natürlich auch die Dinges von ihr. Das Dingens. Sturmdingens. Tempo. Ja, aber sie ist immer noch schnell. Wow. Sieht mehr Magie, obwohl sie das Magiebuch aktiv hat. Weiß Bescheid. Haben wir noch was über gehabt? Irgendwas Relevantes war nicht. Sieht nicht so. Na gut. So, was gibt's zu sagen? Gut. Berlin scheint nicht gerade so nett zu sein. Das ist jetzt irgendwie nichts Neues, oder? Die hat sich ja schon damals eben darauf sehr fragwürdig verhalten. A.k.a. Purify. So. Das müssen wir. Das ist der Körper Velmar. Ich hätte gedacht, dass Velmar mehr so ein geistartiges Wesen ist. So wie man es aus diesen Zwischensequenzen gesehen hat, dieses schemenhafte Weiß gegen Schwarz. Aber gut, was weiß ich schon. Hey. Reused Gegner. Giftige Larven. Komm, ich teste einfach mal direkt Elemente durch. Du hattest. Du stehst scheiß dafür. Dann du mich. Einmal Feuertest. Kein Feuer. Erdetest. Black. Das ist so okayisch. Ja. You picked on the wrong people. Melinda ist wütend. Wieso ist sie so wütend? War lange nicht dabei, aber.
der Erde reicht. Oh, was bist du denn? Goldtrank, Azurtrank, Resistenzkleid. Ah. Na gut, es liegt auf dem Hauptweg. Das heißt, ihr verpasst ihn nicht. Ah. Das ist Gold und Azurtrank. Azur. Alle. Nicht verkehrt. Große Heilung für alle. Und Goldtrank. SP. Alle SP für einen. Naja. Spinnchen. Ja, so oder so vier. Angle 0092. Das reicht für die auch. Gut zu wissen. Okay, bei denen ist Feuer sehr effektiv. Gut zu wissen. Problem ist halt, dass die anderen nicht Feuer, also genau das Gegenteil. Okay, Feuer nein. Wind weiß ich noch nicht. Okay, neutral. Okay, dann haut so um und fertig. Alter. Das heißt, bei den Viechern gar nicht Millennias ranlassen. Okay. Ändert er den Weg komplett oder macht er nur einen Weg frei? Hier liegt nur Geld. Gut. Selbst in Velmas Körper liegt Geld. Okay. Das kann man wahrscheinlich so verstehen, dass irgendwer von Velma gefressen wurde, dadurch die Gegenstände drinnen liegen. Sehr Tempo, sie wirkt so langsam. Nein. Okay, was passiert, wenn ich die drücke? Das ist ein Einmalschalter, okay. Okay. Aus dem Weg schieben, okay. Vorstein, also Blitz alle oder so ein Zeug. Okay, es gibt nur den einen Weg. Das wird ein Puzzle, welches sich von alleine löst, weil es nur eine Möglichkeit gibt, oder? Wieder Geld. Okay, eine Schatztruhe macht jetzt aber keinen Sinn. Mach mal weg. Danke. Angle 0092. You picked on the wrong people. So viel Magiepunkte. Okay. Überleg, ob ich die Magiepunkte einfach
schludere. Okay, ich werde, ich glaube, ich werde hier zurückkommen aus einem anderen Eingang, oder? Nee, warte. Ich habe eine Idee. Ich will was gucken. Und ich komme nicht wieder hoch. Okay. Würde ich irgendwie, ob diese Schiebsteine resettet sind, also da ich dadurch jetzt von anderen Seite komme, anders schieben könnte. Oh, oh. Okay. Hey, ihrchen. Und Feuer? Lass es Feuer sein. Off to the crematorium. Nope, es ist nicht Feuer. Lotus Flower, bloom. Hey, sie starb. Freundschluss? 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 Ja. Okay, hier ist einmal eine Seite. Nochmal eine Seite. Oh Gott. Ja, dich fasse ich noch nicht an. Hier was zu sehen. Freundschluss. Aktionsstufe für einen. Ja gut, darf man die Pilze. Weil die Pilze gekauft haben, ja, also. Oh, ein Hirn. Ein Hirn, nicht gut. Bitte sei windanfällig alles hier. Hm, scheiße. Die sind windanfällig, okay. Die Hirne absolut null. Ich weiß jetzt noch nicht, ob sie komplett mit Magie immun sind oder. Wait, 8071. Oder nur windimmun waren. Er ist gut genug. You picked on the wrong people. Hey. Oh. Hübscher Armreif. Hm. Das ist wieder so ein Ding hier. Hübsche Armreif. Sehr wertvolle Armreif. Okay. Ach ja, die haben wir damals bekommen vom Kumpel, oder? Ja. Lange nichts verkauft von den Sachen, ne? Ich weiß nicht. Aber ist ja nie. Gab's hier noch was Besseres aktionstechnisch? Ja, oder nicht? Ja. Oder? Oh, da war was. Temporin. 15 Aktionen. Rein. Okay, hier gab es nur eine Kiste. Hätte ich hier hingehen sollen, direkt am Anfang. Na gut. Okay, hier kommen wir nicht lang. Okay, gut. Wiederbelebungsjuwel. Und nicht das erste. Okay. Rücken. Ändert die Tore. Hätte man sich fast schon denken können. Okay, hier ist ein leerer Raum. Mit Möglichkeit. Okay. Hübscher Armreif, schon wieder. Kicher, ich wusste es. Stehen immer doof. Ah, reicht das? Ich glaube. Yay. Düpp, 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 düpp. Ah,
ich hoffe. Ja, ja, kennen wir alle schon. Oh, schau an. Das Körperrunderraum. Okay. Nee, ich muss alle Schalter und so weiter durchgehen. So bin ich nun mal. Über die Kiste. Okay, wir kamen von dort. Ah. Waisenhut. Gib mir der Zauberblock oder sowas. Schutz. Senkt MP-Verbrauch. Okay. Ist auf jeden Fall du. Einfach weil Melende dann einfach wieder abhaut. Ich stehe zu lassen. Bleibt meine Wege offen? Waren beide schon offen. Ich glaube, mit der Ender wahrscheinlich nur am eigenen Raum, oder? Bumm. Yellow. You picked on the wrong people. Okay, das heißt, wir gehen einfach nur wieder raus. Oder nee, warte mal. Genau. Oh, cool. Ninja-Kleidung. Ich wette, das hat was mit Aktion zu tun. Wäre cool. Nee, ausweichen. Na gut, ja, macht auch Sinn. Ja, kann es anziehen, oder? Auch rein. Der Schwächste ist Merrick. Hörst du das? Dann kann er auch diese Dinge zum Muster anziehen. Er greift ja eh nicht mehr an. Ja. Bin nicht mehr wichtig, dass es das um Stärke bekommt. Ja, kommt rein. Er ist jetzt zum Item-Bot mutiert. Ach du Kacke. Okay. Ach so, okay, so einfach geht das. Lecker. Na, Musik. Okay, so. Oh mein Gott, wir sind auf der anderen Seite. Wer hätte das gedacht? Na gut. Da war eine Kiste. Na, sie ist... Na, sicher. Tio. Ja, Tio. Oh, da hat was überlebt. Wow, das ist mal neu. Okay. Legen wir das hin, dem sie uns die Schaden zu tun. Hardly worthy of my notice. Okay, ich gucke erstmal so rechts rum. Kiste. Hübscher Armreif. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Ein Doppel-Déjà-vu sogar. Ist der dritte gewesen, oder? Und der. Und, hey, Tio. Du hast keinen Wind, also. Wait, 8071. Schatz. You picked on the wrong people. Melendias Wutmeter steigt, glaube ich, auch langsam an, obwohl sie nicht kämpft, oder? Lass mich in Ruhe. Ah.
Und das ist nie. Heulender Hieb. Angriff. Heulender Hieb. Kommt sie schneller dran? Ja. Deep Fried Goodness, wait. Frittierte Gutheit? Wir sind komplett immun gegen Blitz. Gut zu wissen. Wer ist dran? Tio. Warte, das hat man nicht ausprobiert. Weiß ich gar nicht. Hier, mach mal. Vielleicht bringt's was. Angle 0092. Oh, es bringt was. Immun gegen Schaden, aber nicht gegen die Stunts, oder? Komm, haut ihn kaputt, ey. Merrick, lauf noch eine Runde im Kreis. Aha, aha. Okay. Steinharter Helm. Steinharter Helm. Senkt IP-Verlangsamung. Standard mit Bims. Who cares? Okay, hier wird zu sein. Aha. Gut, ich habe keinen anderen Weg, wenn ich nicht drücke. Also drücken wir. Hübscher. Das ist die hübsche Halskette. Nehmen alles, die auch das gleiche ist. Viel wert. Hübsche Halskette. Sehr wertvolle Halskette. Nein. Ein lautes Piepen bekommen. Wie trifft sie am besten? Möglicherweise. Ja. Speech. Bin ich jetzt richtig? Oh, nervt mich doch nicht so sehr. So unnötig. Weil die Windwaffe die gut, aber für den weiß ich es nicht. Dauern. Hey, ich habe eine Idee. Hier. Black. Totaler Overkill. Oh hey. Threat eliminated. Hey. Okay, das ist der Ausgang. Also gehen wir hier hin. Und hübsches? Nee, Feuertalisman. Wow. Feuertalisman. Ganz stumpfes Feuerresistenz-Item. Ha. Was hat sich hier jetzt verändert? Ah, wir sind einfach nur oben, ne? Noch mehr. Komm, hier, mach fertig. Yellow. Mein Gott. Henkige Gegner. Hardly worthy of my notice. Yay.
Ah, vorhin sind wir hier runtergehüpft, hier hin, ne? So läuft das. Irgendwas wollte ich gerade gucken. Chaos 1, 52. Komm, du wirst bei Boston benutzt. Schwerkraft 1. Das große Babum. Mal verbessern. Ich lerne mal Heilbar. Alle Status abnehmen. Dinge für einen heilen. Könnte irgendwann mal nützlich sein. Ist auf Instant Cast. Ansonsten. Ich könnte sein Ei noch verbessern, aber natürlich nicht mehr zu. Na komm. Wenn wir ihn mal benutzen, dann ist der immer sehr stark. Sehr viele HP heilen. Du sollst vielleicht die Heals verbessern von dir. Mann. Das haben wir auch noch. Wird auch ein Verlust. Komm. Wenn vor ihm in den Rücken fällt. So, Explosion hat euch nicht sofort gekillt. Was ist mit Feuer? Feuer. Erde. Angle 0092. Ja, das ist nicht. Okay. Grill. Feuer ist es. Gut zu wissen. Ah, Dynamit, toll. Komme ich hiermit jetzt an die Seite von den... Was war dort? Ach, das war ein Rö... Ich erinnere mich. Damit komme ich zurück auf den Dings, aber ja. Müssen wir zu den Schiebeblöcken von der anderen Seite kommen. Red. Ja, das kann sie auch. You picked on the wrong people. Was kann sie nicht, ist die Frage, ne? Einfach so. Oh, toll. Laute der Stimme. Okay. Ich glaube, ich habe mich vertan. Ja, ich habe mich vertan. Ich habe mich verlaufen. Ich nicht, aber. Ach so, doch. Ich komme von der anderen Seite. Also das stimmte doch alles. Okay. Da sind wir nicht gewesen. Weil ich habe den Block in den Weg geschoben. Goldfeder, Vertrauensband schon wieder. Stöckelschuhe, okay. RGB. Bewegung, Verteidigung, teleportiert. Teleport, Ausweich. Warte mal. Sind sich alle besser? Ich will dir aber trotzdem nach wie vor keine guten Schuhe geben. Wenn ich es aufhebe, um es Elena zu geben, dann habe ich auch nichts von. Aber dann... Was soll's. Na schon. Ja. Frage ist, welcher der vier Wege ist am Ende der richtige? Der hier sieht sehr lang aus, das könnte der sein. Einmal Kehrtwende. Wenn ich falsch liege, dann keine Ahnung, dann hole ich irgendwie vor oder sowas. Ja. Ah, hier ist wieder so eine Art Abkürzungsbedingungs. Okay, never mind. Aber. Der kam von hier oben. Kam hier nicht hin am Anfang. Hier kam ich vorhin nicht rein.
Hau den da, I guess. Hey, check this out. You picked on the wrong people. Okay. Magisches Heilmittel? Wait, war das nicht mit dem? Nee, das ist mystische Tram. Heilige Wunsch. Magisches Heilmittel. Ein Freund, 100 MP. Ach so. Okay. Hey, ich hatte recht, hier war nichts. Das heißt, hier gab es Items. Juhu. Und hier war die Abkürzung. So. Schieß. Dann ist das hier jetzt, ich glaube, der einzige mögliche Weg. Und da muss es der richtige Weg sein. Yay. Wenn ich es aufhalte, dann habe ich mich verlaufen. Was mache ich denn mit euch? Vorher war die gut, aber nicht gegen die. Gut, dann machen wir es so. Fuck you. Light. Zu viel des Guten? Ja. Hat gereicht, gut. Vielleicht sind die ja sogar empfindlich gegen Dynamit und ich sollte sie mit dem eigenen Dynamit bewerben. So wie das schon. Ich kam von hier oder von der anderen Seite gerade? Von der Seite hier lang gehen. Oh, ein Safe-Pod. Das macht mir fast schon Sorgen. Na, alles wird gut. I hope. Weil das Körper Kern. Kern? Oh oh. Lauf doch nicht diese Rotze da so durch. Oh oh. Alles klar, Jungs, das ist der Kern. Vernichtet ihn und das Monster ist Geschichte. Oh. Hübsch. Gut. Ah, das ist scheiße. Das ist richtig schlecht. Na gut. Anderes Gegenstände. Oh. Hier steht scheiße. Warum steht hier so, dass Millennia außerhalb steht? Egal. Was haben wir überhaupt für Gegner? Ich soll mal gucken. Er zieht uns zusammen. Das heißt, er will AOE-Sachen machen, oder? Angriff, Angriff. Aber herrlich, wir heute gerade. Vielleicht das auch Gift, ne? Wir stehen gerade so zusammen, dann nutzen wir das aus. Komm, wir haben jetzt einen Kraftblitz aufgenommen. Tempo-Pilz. Alle vergiftet, damn. That's good. Bring. Selbst du machst mit. Eine Runde lang. So, damit alle schneller sind. Oh, okay. Oh no, she rampages. Na, das ist jetzt richtig schlecht. Ja, alle weggestoßen. Ah. Das gefällt mir nicht. Na gut.
Müssen wir improvisieren. Erst einmal. Gegenstände. Wo bist du denn? Das hat der einmal rein. Wir haben so viel davon. Extra geholt, also. Passt schon. Ich hatte nicht erwartet, dass diese Ranken mit Angreifen alle angreifen. Na gut. Schock. Schock. Wo sehe ich das? Da. Ausweichen. Es gibt doch Ausweichen. Ah, Idiot. Ich habe dran gedacht, Verteidigung und Ausweichen aus dem ersten Teil. Anyway. You know what? Du stehst so. Treffen wir zwei mit uns? Ne, würden wir nicht treffen. Wenn nicht. Dann ist mir das jetzt egal. Spaß. Yellow. Du mich nicht buffen lässt, jage ich dich in die Luft. Klingt fair. Oder? Ja, 3000 passt. Ja, die Zunge. Nom nom nom. Ja gut, 1000. Das ist nicht so die Welt. Mit dich. Nam nam nam. Schock. Angriff. Ja gut, du haust immer die zwei, die hier vor dir stehen, oder? Wenn möglich. Dass ich unkontrolliert angreife und da vorne stehen bleiben wird. Nee. Jetzt echt, der Schock ist mir fast schon egal, aber... Wenn es instant ist, warum nicht? Ja. Und gehst du weg oder bleibst du stehen? Na, du bleibst mit drin stehen. Shit. Angriff und Angriff, beide. Beide sind dran, ich habe eine Idee. Sie ist ja langsamer, sie hat ja keine Sofortgegenstände. Und Heilung hinterher. Er entfernt Gift? Wow. Hätte ich nicht mit gerechnet. Oh, viel Spaß damit. Bitte aufs Hauptziel. Nö, auf den Arm. Toll. Voll gelohnt, ey. Wie hoch ist der Angriff gerade von euch? 3, 2, 0. Hier, gib Angriff. Boom, boom. Item Bot Merrick. Du bist dran. Ja, komm. Macht Spaß. Black. Okay. Ich habe deren den Arm schwach die Armschwäche gefunden. Erde. Schnelle Waffen für diese Dinge ist meine Fresse. Was ist das? Saugen? Ganz ehrlich, gerne doch. Habe ich ja nur was von. Aber gut, wir wollten den mal benutzen. Extra aufgelevelt. Sworn enemies, you shall be defeated. Take that. Komm, 5000. Bitte, irgendeine hohe Zahl. Okay, 4000. Das ist ja 5000 genug. Saugen. Ja, wie gesagt, viel Spaß damit. Ernsthaft? Okay. Ach, der hat immer noch den Effekt mit uns durcheinander wirbeln. Wusste ich gar nicht.
Haben wir den nicht einmal benutzt? Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Ich kann jetzt immer noch saugen. Viel Spaß. Ja, da war nur für Dingens. Ne? Wir kommen hier. Nur den, weil er schnell geht. Wait, 8071. Oh, ich habe wieder Kontrolle. Ich habe wieder Kontrolle. Yay. Aber diesmal aufs Hauptziel. Ach, wie schwach. Na gut. Ja, ich glaube. Ich weiß, dass wir ein Ding saugen hätte mich jetzt nicht gestört, aber hier. Was ist das? Ein Schmuckstück? Ach du Scheiße. Na gut. Engelskreis. Abbild Marker. Okay. Yay. Oh, unser Leben steht auf dem Spiel. Der Körper hält nicht mehr zusammen. Bleib ruhig, Menschentier. Wir werden genug Zeit haben. Wenn du das sagst. Wait, hat er den kompletten Körper gefressen gerade? Ach, warum nicht? Jetzt habe ich den Körper. Und du siehst aber nicht glücklich damit aus. Puh, das war heftig. Jetzt, da wir das Granatschwert gefunden haben, was passiert da mit dir, Elena? Elena? Woher soll ich das wissen? Hä? Warum musst du das nur so enden? Ich wollte nur einen eigenen Körper besitzen. Ryodo, lag ich falsch? Millennia. Moment, jetzt mal kurz überlegen. Millennia sagt, sie wollte nur einen eigenen Körper haben. Sie ist ja die Flügel von Dings. Das heißt, jedes dieser Viecher hatte seinen eigenen Geist. Na gut, sie will an der anderen fressen, aber sie will einfach nur leben. Oh, na ja, gut, doof. Das Monster scheint fort zu sein. Wie auch immer, wir haben jetzt das Granatschwert. Endlich. Ich sag's ja, Millennia ist nicht böse. Sie war es zumindest. Aber wie sollen wir es tragen? Nicht einmal 1000 Männer könnten es tragen. Keine Sorge, ich werde es steuern. Wie? Was redest du denn da? Tio ist OP, ey. Stellen wir uns mal vor, Rohan hätte damals, was weiß ich, sie umgebracht oder sowas aus Wut, weil sie halt aus dieser Fabrik kommt. Wäre doof gewesen. Wo sind wir nur? Das ist der Hauptkontrollraum des Granatschwerts. Kontrollraum? Wir sind im Granatschwert?
Das Schwert lädt sich auf. Hat jemand zu viel Final Fantasy abgeguckt? Komm, hatte doch jeder im Kopf, oder? Plötzlich ein Luftschiff zu haben? Wir hängen ja an den Fäden, das aus Luft. Beeindruckend. Wir sind wirklich sehr hoch. Mir ist, als ob ich gleich hinabstürze. Das war also die Macht des Kranerschwerts. Es kämpft gegen das Böse und bietet viel Platz. Okay. Ich habe den Geradeschwert befohlen, in St. Heim, im Spitz des Papsts, zu landen. Ist das richtig, Ryudo? Perfekt. Danke, Theo. Damit wäre eine weitere Aufgabe erledigt. Geschafft. Und jetzt soll die Erde geschützt sein. Es ist gut, dass es so ist. Ja. Aber was ist mit Celine? Oh Gott. Ich glaube, dass sie uns ausschalten wollte. Was zur Hölle hat sie sich dabei gedacht? Alina? Hast du von Sera gehört? Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was Celine gesagt hat. Nein, ich habe nichts gehört. Wenn wir wieder im Sitz des Papstes sind, werde ich Sera ein wenig das ins Gebet nehmen. Warum auch nicht? Ich bin ein bisschen müde. Jo. Kann ich mich irgendwo ausruhen? Ja, bitte. Komm mit mir, Elena. Oh. Das ist ein unsichtbarer Boden, ey. Gut zu wissen. Wenn ich wieder mit den Hörnern Wärmers von seiner Heiligkeit Sera tritt. Oh, Granas, ich... Sera wird viel zu sagen haben. Wenn du das nicht hören willst, dann hör einfach nicht zu. Ich höre dir auch nie zu. Warum sollte ich immer tun, was du willst? Ich habe meinen eigenen Willen, irgendwie. Millennia? Dieser Sera geht mir wirklich auf den Geist. Ich hasse ihn. Er will doch nur andere ihre Freiheit nehmen. Er will andere zu seinen Sklaven machen. Warum hören wir alle auf alles, was er sagt, als wären wir treue Hunde? Du lügst. Deine Heiligkeit Sera versucht mich zu retten. Siehst du, es geht immer nur um dich oder um die dumme Welt. Was ist mit Ryudo? Oder egal, was mit ihm passiert? Denkst du, du kannst sicher und glücklich sein? Ja, der kann ich. Das Licht wird dir keine Sicherheit bieten. Die findest du nur in der Finsternis. Nein, du bist Velma. Versuch nicht, mich zu täuschen. Lass mich. Ha, selbst wenn du dein Herz davor verschließt, werde ich nicht verschwinden, Elena. Verschwinde, ich hasse dich. Du kannst mich nicht loswerden, das solltest du mittlerweile wissen. Ich meine, Harry. Du bist die Vögel Velma. Das ist alles. Ich habe keinen Platz für dich in meinem Herz. Verschwinde, Millennia. Du Schwachkopf. Hör auf. Ich werde niemals zulassen, dass du Ryudo kontrollierst. Lebe wohl, Millennia. Wir werden uns nicht wiedersehen. Okay. Mann, was zum Glück stimmt nicht mit der Lena? Wir sind den weiten Weg gekommen, um das verdammte Granerschwert zu finden. Und jetzt das. Also wollte ich ausruhen. Lena könnte noch eine Rechnung offen haben. Trotzdem, wir haben das Granerschwert Wir haben das Granerschwert. Der schwierige Teil ist vorbei. So. Jetzt müssen wir nur noch das große Spielzeug in die große Kiste legen und wir sind fertig. Könnte sie nicht ein wenig glücklich sein? Lass sie, du machst es nur schlimmer. Denn deine Worte drücken nur selten deine echten Gefühle aus. Ja, der Busch erhofft sich nur etwas Lob von Elena. Ja, so ist das. Was passiert hier?
Was ist denn, was ist das nur? Nein, der Tag der Finsternis? Das kann nicht sein. Hey, was geht hier vor sich, Elina? Der Tag der Finsternis, oh Mann. Also bis jetzt ist es nur eine normale Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis. So rum oder so. Velma. Velma wird auferstehen. Was machen wir jetzt? Was sollen wir tun? Gehen wir zum Priester der Kathedrale. Ich weiß. Papsera wird uns helfen. Auf zur Kathedrale. Dort ist es sicher. Was soll der alte Mann denn bitte machen? Der Tag der Finsternis kam sehr plötzlich. Also haben die Priester gelogen. Sie sagten, der Tag der Finsternis käme nie. Aber wenn der Tag der Finsternis nicht kommt, das würde die dann ja komplett überflüssig machen. What? Anyway. Bitte helft uns. Der Tag der Finsternis und die Ritter. Langsam. Wovon zur Hölle redest du? Die Ritter von Granas gab es... Die Ritter von Granas gab es ein Massaker. Sie haben alle umgebracht vor der Kathedrale. Was? Kann nicht sein. Die Ritter würden nie ihre Hand gegen Unschuldige erheben. Die kümmern sich nur um die Ketzer. Du hast Celine schon getroffen, oder? Mit ihren Rittern. Okay. Trotzdem müssen wir dieser Sache nachgehen. Dann mal los. Aber ich brauche einen Speicherpunkt. Damit ich beenden kann. Wo bin ich hier gerade? Es ist so viel Platz. Am Ende ist nirgendwo irgendwas. Egal. Ich bin neugierig und gierig vor allem nach Items. Deswegen gucke ich mich um. Ich komplett rumlaufen eigentlich. Hey, warte, antworte mir. Es hat keinen Zweck. Warum? Warum ist das geschehen? Wohin führt das alles, Alina? Ich weiß nicht, aber warum? Warum? Warum ist das geschehen? Diese Granaskirche, was für ein Haufen von... Judo, du solltest trotzdem zur Kathedrale gehen. Vielleicht, wenn wir mit Papsera sprechen. Ja, dieser Religionstyp sollte uns lieber mal genau erklären, was hier passiert. Gasthaus, Gemischtwaren, Oszillenz, ja. Ah, hier sind wir. So. Habt ihr was Neues zu kaufen? So ganz nebenbei. Die Leute sind eh schon tot, die vor dem Dingens liegen. Also da kann ich nicht mehr retten. Oh nein, der Tag der Finsternis. Neu. Ernsthaft? Heilbar. Okay, das ist ein guter Zauber. Dann senkt IP verlangsamt. Wieso gibt es jetzt noch Waffen hier? Riesdampfe, Giftleben, genau solche. Priesterhut, Schutz gegen Aktions- und Zauberblocker. Okay. Ich bin ein bisschen vorsorgen. Herkules, 40 Angriff. Immer noch nicht so gut, wie einfach zweimal mehr anzugreifen. Heilungsring. Aktionsblockresistenzen. Heilgegenstände. Tausender. Der Staffel und kein verwendet. Der gut wird noch. Die sind noch genauso gut. Werde ich als Zutränke. Oh Mann.
Solche Spielerbelebung. SP 50 SP. Die kleinen Dinger. Unverändert wie früher. Ganz ehrlich, so. Wie gesagt, wir wollten eh speichern. Speicher und dann gehe ich mir den Shop nochmal in Ruhe durch. Mit ganz viel Denken und Nachrechnen und was auch immer. Der Tag der Finsternis ist da. Was soll ich tun? Du speicherst für mich und dann ist alles gut. Naja, dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal.